Das kann jetzt gefährlich werden. Linke Haken direkt an den Kopf, rechte hinterher und dann nochmal eine linke oben an die Schläfe. Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Reaction-Video auf diesem Kanal. Heute wieder mit einer Reaction zu Ibra Plus, denn der hat vor 2 Tagen ein neues Video hochgeladen. Fantastischer Knockout. Alexander der Bescheidene bei YouTube Fight Club Nummer 22. Ich bin gespannt. Bevor wir in das Video steigen, nicht vergessen, Freunde, wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet beim Einkauf von Kampfsportartikeln oder Nahrungsergänzungsmitteln und ab jetzt auch bei Smilodogs für Geld Sportartikel, schaut ab jetzt in meine Videobeschreibung, denn dort findet ihr saftige Rabattcodes, mit denen ihr ordentlich Geld sparen könnt. Jetzt steigen wir in das Video. So, Freunde, das ist jetzt der erste Fighter. Das ist Alexander. Er ist 22 Jahre alt, 1,75 Meter groß und wiegt 67 Kilogramm. Steht leider nichts, was sein Background ist, also was er kampfsporttechnisch macht. Ibra hat jetzt einen neuen Aufbau, was den Ring angeht. Das ist jetzt der Islam, 19 Jahre, 1,83 groß, 72 Kilogramm schwer. Ça fait 3 ans je fais de la boxe anglaise. C'est la première fois que je vais essayer la MMA et puis on verra ce qui se passe. Also er macht anscheinend ganz normales Boxen, soweit ich das jetzt hier verstanden habe. Jetzt haben die eine Ringabgrenzung hier. Also jetzt kann man nicht mehr das ganze Feld nutzen, um einfach die ganze Zeit sich zu bewegen, sondern hat jetzt auch hier die Reifen, um eine leichte Begrenzung zu haben. Die erste Runde beginnt jedenfalls. Es scheint so zu sein, als wäre der Alexander ein MMA-Fighter, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe in dem Intro. Islam, also der Boxer, also hier ein großer, langer Boxer gegen einen kleinen, stämmigen MMA-Fighter, kassiert direkt eine Rechte an die Schläfe. Uiuiuiui, da muss dieser Alexander muss aufpassen. Das ist jetzt keine gute Distanz für den langen Boxer. Der muss auf jeden Fall auf Distanz bleiben und versuchen, den Gegner von sich fernzuhalten und gute Beinarbeit zu leisten. Hat es nicht geschafft und ist jetzt auf dem Boden mit ihm. Er muss da jetzt auf jeden Fall versuchen, schnellstmöglich wieder zurück in den Stand zu kommen und einfach seine Reichweite und langen Schläge auszunutzen. Ja, er möchte sich jetzt natürlich auch nicht in der Triangle oder so wiederfinden. Aber gute Aktionen jetzt hier von dem Boxer, ne? Der lässt sich jetzt hier nicht in der Triangle gefangen nehmen. Obwohl, er hat den Armhebel, dreht sich raus. Ah ja, großer Fehler von ihm, einfach in den Bodenkampf zu gehen und... guter Hammerfist. Es soll ja einen krassen Knockout geben, ne, in diesem Kampf. Ich bin mal gespannt, wer tatsächlich von den beiden Knockout geht. Uiuiui, die Triangle. Er sucht die ganze Zeit die Triangle, aber er hat sie noch nicht. War die Zeit rum? Ah ja, ich glaube, die Zeit war vorbei. Das war ein großes Glück jetzt für diesen Islam, denn es sah so aus, als würde er immer mehr die Triangle finden. Das war ein unglaublich guter Treffer von ihm, direkt an den Kiefer. Genau das musst du einfach weitermachen. Schöne Beinarbeit beibehalten, sich viel bewegen und dann die Treffer ans Ziel bringen. Low-Kick. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet, dadurch, dass er gesagt hat, dass er ein Boxer ist, dass er einen Low-Kick bringt. Aber ich würde jetzt mal behaupten, ein allzu erfahrener Boxer ist das jetzt auch nicht, der Islam. Islam heißt er. Also der wird nicht viele Amateurkämpfe oder irgendwas gemacht haben. Für einen Boxer fehlt ihm auf jeden Fall etwas die Beinarbeit. Hakt jetzt seinen eigenen Fuß hinter den Fuß von dem Alexander ein und bringt ihn zum Boden. Also entweder habe ich was in dem Intro falsch... Ach ja, die machen die Ringbegrenzung einfach weiter auf. Ey, wozu ist eine Ringbegrenzung da, wenn man die einfach mobil bewegen kann, ja? Gute Treffer jetzt vom Alexander. Was ich sagen wollte, ich glaube, ich habe was falsch verstanden. Denn anscheinend hat der Islam auch ein bisschen MMA-Erfahrung. Und da wird die Ringbegrenzung wieder verschoben zugunsten von Alexander. Er will den Arm. Findet er den Arm? Er hat getappt. Aber wo war jetzt der Knockout?
Kommt da noch ein Kampf oder wie? Ah, okay, da kommt noch ein Kampf. Jetzt dachte ich mir schon so, hey, wo bleibt denn der Knockout? Was war das denn jetzt wieder für ein Clickbait am Start? Also ich denke wirklich, hätte links der Islam, hätte er ein bisschen bessere Beinarbeit gezeigt und seine Vorteile genutzt, seine große Reichweite, seine Länge und einfach auf Distanz gut gearbeitet, hätte er den Kampf durchaus easy gewinnen können, weil der Alexander ist zwar ein MMA-Fighter, aber der sah selber jetzt nicht allzu krass aus im Stand, der hätte wirklich den Bodenkampf finden müssen oder suchen müssen und der hätte ihn, glaube ich, auf Distanz wirklich gut bearbeiten können. Also ich meine, Islam hätte diesen Kampf easy gewinnen können, wenn er auf Distanz geblieben wäre, gute Beinarbeit, boxerische Beinarbeit gezeigt hätte, aber ich glaube, der ist einfach selbst noch nicht erfahren genug gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ein guter Kampf, ich drücke auf jeden Fall den Daumen hoch. Ey Freunde, nicht vergessen, wenn ihr mich supporten möchtet, wenn euch meine Reactions, meine Videos gefallen, drückt auch bei mir den Daumen hoch, Kanal abonnieren und all das ganze Zeug. Springen wir direkt mal zu dem zweiten Fight. Denn es gibt hier anscheinend einen zweiten Fight. Der beginnt jetzt dann hier gleich an dieser Stelle. Junge, Junge, was hat der denn für eine tiefe Stimme? Das ist jetzt der Ulies, 18 Jahre alt, 1,87 Meter groß, 90 Kilogramm schwer. Junge, Junge, was hat der denn beim Frühstück gegessen? Also, der macht Thai-Boxen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und Brazilian Jiu-Jitsu. Ich m'appelle Bilal, ich fais du Jiu-Jitsu depuis un an et demi. Ich viens de Belgique. Ich bin originaire du Dagestan. Ich bin venu pour tester voilà, mon niveau. Okay, ein paar Sachen habe ich jetzt verstanden. Ich glaube, ich habe Jiu-Jitsu habe ich auch gehört. Dann, dass er aus Dagestan eigentlich kommt, aber ich glaube, dass er in Belgien lebt, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe. Ich fange langsam an, Französisch zu verstehen durch die ganzen Videos. Ist jedenfalls der Bilal, 22 Jahre alt, 1,80 Meter groß auf 95 Kilogramm. Und irgendwas mit MMA hat er auch noch gesagt. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, wer von beiden diesen Kampf jetzt hier machen wird. Zwei kräftige Jungs. Staturtechnisch ähnlich wie der Kampf zuvor. Auf der linken Seite. Shit, wie hieß er nochmal? Auf der linken Seite, sagen wir mal, also der größere, drahtigere Fighter, rechts der etwas kleinere, kräftigere Fighter. Man denkt, da ist ein Tornado oder Hurricane bei denen in Frankreich gerade aktuell unterwegs. Die brauchen auf jeden Fall diesen Windmuff mal auf ihrer Kameras. Ich hab schon in vielen Videos von Ibra einfach dieses kranke Windgeräusch gehört und es stört schon extrem. Also ich muss ehrlich sagen, bei seiner Follower, bei seiner Reichweite, bei dem Geld, das er mit YouTube verdient, sollte er sich wirklich ein bisschen bessere Videoqualität leisten können. Schön, der dagestanische Fighter hat jetzt hier den Rücken von seinem Gegner gesucht. Schöner Ground and Pound, guter Treffer direkt an den Kiefer von seinem Gegner, der jetzt auf dem Rücken liegt und versucht sich zu decken. 3-4 Schläge hintereinander, er deckt sich, aber da kommt keine Antwort von ihm. Und da wurde der Kampf jetzt hier auch gestoppt. Aber auch hier sehe ich keinen brutalen Knockout. Es gibt auch noch einen dritten Kampf, Freunde. Das hatten wir schon lange nicht mehr, dass ich so mehrere Kämpfe in einem Video gezeigt habe, ne? Nicht schlecht. Ja, dieser Bilal, dieser Panzer hat ihn einfach ein bisschen überrumpelt. Der hat da nicht ganz damit gerechnet, glaube ich. Der ist reingegangen in den Mann, Takedown, bam, bam, hat sich den Rücken gesichert, dann angefangen auf dem Boden die Aktionen zu bringen und da war es einfach vorbei. Spulen wir vor zum dritten Kampf. Moi à la base, je suis venu juste pour voir son combat. Et voilà, au dernier moment, ils avaient besoin d'un combattant. Je suis venu pour me tester aussi. Je fais aussi. Okay, also das ist der Magomed, 24 Jahre alt, 1,76 Meter groß auf 77 Kilogramm. C'est du jiu-jitsu comme mon frère. Quand j'étais petit, j'ai fait un peu de kick aussi. Et voilà. C'est pas un combat qu'on avait. Irgendwas mit Jiu-Jitsu mit seinem Bruder, habe ich irgendwas verstanden. D'accord. Aber wer ist der erste Fighter? Combat de Ilias. On va passer le prime directement Ilias parce que il faut du courage faire deux combats dessus. Wer ist der erste? Wieso kämpft er jetzt nochmal gegen ihn? Der Kollege hat jetzt einfach Bock nochmal zu kämpfen anscheinend, okay. Der wurde gerade etwas bearbeitet, hat dann wohl dann gesagt, so gar keinen Bock irgendwie hier mit
eine Niederlage, mit dieser Schande der Niederlage nach Hause zu gehen. Ich will auf jeden Fall nochmal kämpfen. Der ist spritzig. Der neue Fighter ist spritzig. Wenn ich jetzt meine Wette platzieren müsste, ich sag mal, der neue Kollege, der hier eingesprungen ist, kriegt den Knockout hier. Also er wird den Gegner ausknocken. High-Kick-Ansatz, rutscht aber auf dem nassen Rasen anscheinend aus. Ich glaube wirklich, dass der Kollege in dem grauen Shirt jetzt seinen Gegner, den größeren Mann, ausknocken wird. Er geht wahrscheinlich rein, Overhand-Rechte oder so, trifft ihn am Kinn und knockt ihn. Kann ich mir gut vorstellen. Linker Haken, rechter Haken hinterher. Junge, der ist explosiv. Jeden Schlag, den er bringt, da hat er auf jeden Fall vor, seinem Gegner den Kopf abzureißen. Der will wirklich den Knockout suchen. Der ist hier nicht gekommen, um irgendwie nach Punkte oder irgendwas zu gewinnen oder nach einer Punkteentscheidung. Der will den Knockout auf jeden Fall haben. Bin gespannt, ob ich recht behalte. Schöner Low-Kick jetzt hier von seinem Gegner. Versucht, seinen Thai-Box-Hintergrund hier ein bisschen in den Vordergrund zu bringen und ihn auszunutzen. Aber der ist ein bisschen zu langsam. Linker Haken, rechte gerade, direkt wieder an den Kiefer von dem größeren Mann. Der scheint etwas Schwierigkeiten jetzt mit der Luft zu haben. Das kann jetzt gefährlich werden. Linker Haken direkt an den Kopf, rechte hinterher und dann nochmal eine linke oben an die Schläfe. Und der geht zu Boden. Vorbei ist es. Vorbei. Junge, hat der explosive Schläge, der Kollege. Bam, linke direkt an den Kiefer, rechte hinterher, nochmal links. Leck mich, kam die explosiv. Schau mal. Bats. Bam. Oh, rechte hat verfehlt. Linke hat sogar auch verfehlt. Also der hat ihn eigentlich nur mit einem einzigen Schlag wirklich ausgenockt. Ich will das nochmal in normaler Geschwindigkeit sehen. Weil der kam brutal. Schau mal, wie schnell er das gemacht hat. Bam, bam, bam. Drei hintereinander. Brutaler Typ, Mann. Hier kommt es. Bah, bah, bah. Ah, nee, das war. Nein, Moment, das war die erste Aktion. Die kam jetzt hier gleich nochmal. Genau dieselbe Aktion, genau dieselbe Schlagabfolge. Da, bam. Eieieiei, hat die gesessen. Geht's ihm gut? Parce que Mathieu, il a prévu un autre combattant pour lui. Parce que vous avez vu, c'est pour ça qu'il a différent niveau, mais pour ton courage. Ja, anscheinend geht es ihm gut. Hier, Magomed. Il a fait avec mon frère, il était 5 kilos plus lourd. Hat den Kampf gemacht. Stabiler Fighter, Junge. Der hat die Reichweite und die Größe seines Gegners gar nicht respektiert. Ist einfach reingegangen in den Mann. Explosive Aktionen mit richtig Dampf dahinter. Solche Fighter sind mir am liebsten. Ja, wirklich spritzige, explosive Fighter mit Power hinter den Händen, die wirklich auch den Knockout suchen. Ey, drei unterhaltsame Kämpfe waren es. Ich freue mich darauf, wenn Ibra endlich mal wieder ein paar mehr Kämpfe hochlädt, ne? Wir haben ja in der Vergangenheit echt viele Kämpfe gesehen, die echt geil dort waren. Mal schauen, ob er in Zukunft auch wieder ein paar qualitative Fights liefern kann. Der letzte Fight hier hat mir besonders gut gefallen. Nicht vergessen, Freunde, wenn euch die Reaction gefallen hat, wenn euch meine Videos gefallen haben, also ich hoffe, das hat euch natürlich gefallen, drückt doch den Daumen hoch, Kanal abonnieren, Kommentar hinterlassen. Wir sind auf dem Weg zu 150.000 Abonnenten. Mein Ziel für dieses Jahr, bis Ende dieses Jahres, waren ja tatsächlich 200.000 Abonnenten. Da fehlt uns auf jeden Fall noch einiges. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen oder nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall dann morgen wieder in dem Video, in dem ich euch den Kampf zwischen Teofimo Lopez und Vasily Lomachenko analysiere und den Hintergrund gebe. Und ja. Wir sehen uns bis morgen, Freunde. Passt alle auf euch auf, bleibt gesund. Ciao, ciao.